Badeurlaub und etwas für Sportschützen und Jäger gleichzeitig in einem Urlaub. Wir zeigen euch mal, was man hier auf Mallorca erleben kann. Servus zusammen. Ich habe mir dieses Jahr gedacht, es wäre cool, wenn wir irgendwie Urlaub machen, wo ich ein bisschen Bespaßung für mich habe. Also mal in Richtung Jagen, Schießen oder Ähnliches gehen können. Aber gleichzeitig sage ich, habe auch einen Erholungsurlaub, kann mich an den Strand legen, kann die Seele baumeln lassen, kann mit meiner Freundin Zeit verbringen. Und habe mir gedacht, na gut, was gibt's denn dann Möglichkeiten? Hab schon immer wieder mal gehört, dass Mallorca dafür echt ein guter Tipp sein soll, weil man hier recht günstig zum Beispiel Tontauben schießen gehen kann. Und habe mich da mit Michael Paar mal drüber unterhalten, der selber auf Mallorca lebt. Und der hat mir eben gesagt, ja, super cool, also gerade Tontauben schießen ist das Paradies. Da habe ich mir gedacht, ja cool, lass ich mir doch mal eine Location vermitteln. Und er hat mich eben hier an den Club de Tiro Sa Marina vermittelt, könnte man sagen. Wir sind eben heute da gewesen, also ich und meine Freundin, und haben das dann mal ausprobiert. Grundsätzlich, ich sag mal, ein sehr lockerer, sehr familiärer Umgang miteinander. Es ist sehr viel los. Der Club hier hat immer Mittwoch und Samstag geöffnet und kann man einfach kommerziell schießen gehen. Ich kann jetzt sagen, also ich habe jetzt 4 Durchgänge Flinte geschossen, normales Jagdtrap. Meine Freundin hat einen Einweisungskurs gekriegt, einfach mal so Tontauben schießen für Anfänger, weil sie bis jetzt mit der Schrotflinte ausschließlich Stahlziele geschossen hatte, noch nie auf Wurfscheiben. Und das Ganze hat uns, ich sag mal, um die 100 Euro herum gekostet. War ein super cooles Erlebnis. Von unserem Hotel aus war das jetzt gerade mal so 10 Minuten mit dem Taxi herzufahren. Also echt ein entspanntes, sehr cooles Ambiente. Was mir besonders gut hier gefallen hat, ist eben beim Anfängerkurs wurde wirklich sehr, sehr drauf Augenmerk gelegt, dass man Erfolgserlebnisse hat. Also es wurde eine sehr einfache Art vom Schießen aufgebaut, wo man sehr gut erklären kann und wo sich der Schütze, also in dem Fall meine Freundin, hauptsächlich auf Zielen und Schießen konzentrieren konnte und nicht, wie man die Waffe öffnet, wie man die Waffe richtig hält zum Laden. Keine Jagdanschläge, sondern die war da gestanden, Selbstladeflinte in der Schulter, immer eine Patrone drin, ein Schuss, Hülse wird ausgeworfen, der Lehrer wirft eine neue Hülse rein, macht die Waffe zu und sie löst die nächste Wurfscheibe aus. Fand ich sehr cool organisiert, hat mir und meiner Freundin sehr viel Spaß gemacht und kann ich absolut nur empfehlen. Außerdem kann man auf Mallorca auch mit ein bisschen Beziehungen andere Schießdisziplinen eben ausüben, muss man sich ein bisschen mit organisieren. Ich kann auch hier vielleicht mal Kontakt zu Michael Paar empfehlen, weil er lebt auf Mallorca, das macht es wahrscheinlich ein bisschen leichter. Aber man kann zum Beispiel auf Mallorca auch sehr gut jagen gehen, wenn die Frage kommt, was jagt man denn auf Mallorca? Prinzipiell recht viel Federwild. Erklärt auch die recht hohe Anzahl an Tontaubenständen. Aber auch der balearische Bock, das ist im Prinzip eine Bergziege, ist ein sehr beliebtes, eine sehr beliebte Jagdtrophäe. Und ich muss sagen, man kann halt hier auf der Insel eigentlich alles sehr gut miteinander verbinden. Dadurch, dass egal wo man auf der Insel ist, man immer maximal eine Stunde mit dem Auto hin braucht, kann man hier sehr viel erleben, sehr viele coole Sachen machen, auch weg vom Skisport. Wir haben zum Beispiel gestern eine Quad-Tour gemacht, also sind mit Quads hier durch die Berge gefahren. Ist auch ein unheimlich schönes Erlebnis. Deswegen, ich kann es wirklich empfehlen, sich mal für einen Urlaub, gerade wenn man sagt, man möchte den mit der Familie oder mit der Partnerin verbringen, möchte aber trotzdem solche Sachen hier erleben können, kann ich Mallorca echt ans Herz nehmen. Und wenn ihr hier im Nordosten der Insel seid, kann ich euch sehr empfehlen, den Club de Tiro Sa Marina mal auszuprobieren. Hat mir wirklich hier sehr viel Spaß gemacht. Ich gebe euch einen Tipp, schaut, dass ihr ein bisschen früher da seid. Also wir sind jetzt erst um 15 Uhr da gewesen. Da kann man halt noch 2 Runden schießen, bevor die zumachen. Das war's jetzt hier von Mallorca. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps für ähnliche Kurzurlaubsreisen mit ein bisschen Schieß- oder Hunting-Experience? Dann schreibt es uns in den Kommentaren und wir sehen uns auch das nächste Mal hier bei Kummer Tactical. Bis dann!